going to come for Timo Werner. And that is an excellent finish, finding the top corner. Marco Rosa always believed in him. Glückwunsch zu über 100 Toren für RB Leipzig, Timo. Du bist der Erste, der diese Marke für unseren Verein geknackt hat. Wie stolz macht dich das? Ja, sehr stolz. Ich glaube, es war bis hierhin mit der Pause, dann mit den 2 Jahren bei Chelsea natürlich auch sehr viele Spiele für RB, sehr viele erfolgreiche Spiele, sehr viele Spiele auch, wo natürlich ein bisschen Wehmut dabei war am Ende. Aber ja, im Großen und Ganzen, dass ich jetzt der Erste bin, der die 100 Tore schafft, nicht nur für mich persönlich, auch dass ich das für RB schaffe, super. Absolut. Wusstest du am Samstag gegen Bochum beim ersten Treffer, dass es der 100. ist oder gar nicht am Schirm gehabt? Im Spiel dann nicht. So wirklich bewusst ist es mir erst auf der Bank geworden, wo ich dann ausgewechselt war, weil ich so am Rande mal gehört habe, dass ich davor kurz vor 100 stand. Ich wusste aber nicht genau, welches jetzt das 100. war, ob es jetzt 99 und 100 oder 100 und 101 waren. Es war natürlich jetzt mit dem Sieg dann ein sehr gelungener Tag. Definitiv. Im September 2016 hast du dein erstes Tor für uns gemacht, für RB Leipzig. Hättest du damals dir jemals erträumen können, dass ein paar Jahre später, du hast gesagt, mit einer kleinen Pause, du am Ende die Tore dreistellig für uns machst? Ja, gut, jetzt nach circa 4,5 Jahren dann für RB dann 100 Tore zu schaffen, das ist so im Schnitt schon sehr gut. Ich glaube, das habe ich damals jetzt nicht mir vorgestellt, dass ich im Schnitt vielleicht um die 25 Tore pro Saison spiele für RB, weil damals natürlich auch noch ein bisschen andere Umstände. Wir wussten nie so richtig, wo geht's hin mit RB, und wir waren eine junge Mannschaft. Aber dass es jetzt so geklappt hat, freue ich mich natürlich riesig. Ich freue mich, was ich in den letzten 5, 6 Jahren erreichen durfte mit RB, dann auch ohne. Aber ich glaube, die Basis war immer diese 4 Jahre hier, und hoffe, dass ich jetzt an der Basis weiter anknüpfen kann. Du hast, wenn wir jetzt mal die Pause außen vor lassen, 6 Jahre gebraucht, aber mit den 2 Jahren Pause, wem traust du es als nächstes zu? Wie lange dauert es? Und vielleicht gibt es einen Kader, wo du sagst, der macht es als nächstes die 100? Gute Frage. Es kommt halt auch immer darauf an, wie lange man dann wirklich im Verein ist. Ich glaube, ja, dass ich dann das schon nach eigentlich fast 4 Jahren geschafft habe, war dann schon sehr gut. Ich glaube, ich hatte immer jedes Jahr eine sehr gute Quote. Wenn ein Christo so weitermacht, wird er bestimmt auch so die 100-Marke bestimmt bald schaffen. Jussi, ich glaube, er spielt schon ewig hier, dem ist es auf jeden Fall auch zuzutrauen, und sonst, ja, glaube ich, kann es jeder schaffen. Ja, Jussi mit 81 Toren aktuell, also er wäre der Nächste, oder? Ja, ich würde es ihm wünschen. Ich glaube, es wäre für ihn, glaube ich, nochmal eine Marke, die er sich als Ziel setzen kann, nachdem er so lange schon im Verein ist, und klar wird man sich freuen, wenn da sich noch jemand anderes dazugesellt. Wenn du jetzt auf deine vielen Tore zurückschaust für uns, gibt es eins, was ganz besonders in Erinnerung bleibt? Ja, ich glaube, so das erste Tor für RB natürlich, das erste Champions League-Tor, so allgemein für mich, was immer in Erinnerung bleiben wird. Und sonst, glaube ich, ja, waren schon viele coole Tore dabei, auch gegen coole Gegner. Aber so das Beste, was für mich immer im Kopf bleibt, ist wahrscheinlich das gegen Hamburg, wo ich da über den ganzen Platz sprinte und dann am Ende das Tor reinmache. Und ja, in dem Moment habe ich mich darüber sehr gefreut, und ich glaube, immer wenn ich wieder angucke, immer wieder ein schöner Moment. Du hast dein erstes Champions League-Tor auch angesprochen. Jetzt am Mittwoch geht es in der Champions League weiter. Du bist gut drauf, warm geschossen. Folgt dann auch das erste Champions League-Tor in dieser Saison für RB Leipzig? Hoffentlich. Ich glaube, wir haben ja noch nicht so viele Tore geschossen dieses Jahr. Das ist uns bisher noch nicht so gut gelungen. Aber ich glaube, dass wir gerade auch gegen Real eine gute Leistung gezeigt haben. Wenn wir daran anknüpfen, auch jetzt gegen Celtic, vor allem auch daheim, können wir in dem Spiel viel erreichen und können wir das Spiel gewinnen. Und ich hoffentlich mit meinem ersten Tor dazu beitragen, dass wir gewinnen. Das klingt gut, das erste und nächste Tor dann auch auf dem Weg zu den 200 Toren für RB Leipzig. Super, danke. Danke dir.